Am letzten Mittwoch fand in der Aula der Universität der zweite E-Learning Day statt. Veranstalter war das Kompetenzcenter Virtuelle Saar-Universität. Ziel der Konferenz war die Präsentation von Kompetenzen der Universität beim Einsatz neuer digitaler Medien in Lehre und Studium sowie Forschung und Entwicklung. Sie diente aber auch dem fachlichen Austausch zwischen E-Learning-Akteuren der Universität und außerhalb. Vorgestellt wurden interaktive und multimediale Lehr-Lernangebote aus verschiedenen Studiengängen und Servicebereichen. Erstmals war auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft mit eigenen Präsentationen beteiligt. Unterstützt wurde der E-Learning Day 2007 von zahlreichen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Darunter befinden sich neben großen Namen wie Apple, Microsoft und Adobe Systems auch lokale Gruppen wie der ASTA und Unternehmen wie Edit, Content Design und Hunkler GmbH und Cook. Für Studenten sind die derzeitigen Entwicklungen und Erkenntnisse besonders aus Lernsicht interessant. Neue Software und einfach zu installierende PC-Programme bieten Wissen medienübergreifend an und helfen bei den Prüfungsvorbereitungen. Apple hat diesen Trend bereits in den USA umgesetzt und sein Musik- und Videoprogramm iTunes um Lehrinhalte ergänzt. Also iTunes U ist eine plattformübergreifende Schnittstelle, um Lerninhalte darzustellen, ansprechend darzustellen. iTunes ist heute fast auf jedem Computer installiert und so hat auch im Grunde jeder Zugriff auf diese Lerninhalte. Mittlerweile sind über 500 Hochschulen in Amerika angeschlossen an das iTunes U und es werden Vorlesungen publiziert, es wird Veranstaltungen werden mitgeschnitten und als Podcast eben eingestellt. Der genaue Mehrwert für den Studenten sieht dann wie aus? Ja, kann von überall und jederzeit im Grunde auf die Lerninhalte von seinen Kursen und auch, aber auch anderen Kursen Vorlesungen zu. Und ja, ist völlig unabhängig eben von Zeit und Ort. Wann ist in Europa damit zu rechnen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt kein Apple-Mitarbeiter selbst. Wir können auch nur spekulieren. Ich denke mal, das müsste in den nächsten 1 bis 2 Jahren doch machbar sein. Rückblickend kann also auch dieser zweite E-Learning Day als Erfolg verbucht werden. Und das nicht nur für den Besucher, auch die Veranstalter profitierten von dem vorangetriebenen Wissensaustausch bei Forschung und Entwicklung. Der Student kann sich also auch in den kommenden Jahren auf neue, innovative Lehrmethoden freuen.